da seid in meinem Musikzimmer. Willkommen zum Weihnachtsliederspielen. Heute spielen wir Leise rieselt der Schnee. Es ist ein Winterlied, kein Weihnachtslied. Ladet euch die Noten herunter, druckt sie euch aus und wer mitspielen möchte, kommt her an die Tasten. Leise rieselt der Schnee ist ein Winterlied im Dreivierteltakt. Diese Halben mit Punkt sind immer drei Schläge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und die rechte Hand spielt leise rieselt der Schnee. 2, 3, 1, 2, 3. Ihr seht, wenn ein Bogen zwischen zwei gleichen Noten steht, dann wird diese ausgehalten. Bei dem langen Wort Schnee sind es drei Schläge plus drei Schläge, also sechs Schläge. Die linke Hand hat fast immer Dreierschläge oder Sechserschläge und die rechte Hand spielt im Dreivierteltakt mit halben Vierteln und halben mit Punkt, sodass der Rhythmus geht. 1, 2, 3, leise rieselt der Schnee. 2, 3, 4, 5, 6, still und starr ruht der See. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2 und 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takt 13 seht ihr die Viertel mit Punkt an der Textstelle. Freue dich. Die Viertel mit Punkt ist hier länger als eine Viertel. Fangen wir an. Die rechte Hand beginnt mit dem dritten Finger auf dem H. Wir spielen H. Das war die erste Zeile. Nochmal. 3, 3, 2, 3, 2, 1. In der zweiten Zeile wechseln wir den Finger und gehen mit dem vierten Finger aufs G. E, G. Achtung, Fis, E, D. Nochmal die zweite Zeile. 4, 2, 4. Der dritte auf Fis. 2, 1. Die dritte Zeile, ich strecke die Hand, gehe mit dem dritten aufs A. A, Gis, A, C, A, A, G. Nochmal die dritte. 3, Gis, 3, 5, 4, 3, 2. Und die vierte Zeile, dritter auf A. E, E, Fis, E, Fis, E. Und nochmal die vierte Zeile. Dritter auf A, 1, 1, der zweite auf Fis, 2, 1, 2, 3. Gut gemacht. Spiele die rechte Hand zwei oder dreimal für dich alleine. Wenn du soweit bist, spielen wir jetzt die linke Hand. Die linke Hand hat Doppelgriffe. Der untere Ton ist ein G und der obere über der ersten Hilfslinie das D. Eine Halbe mit Punkt hat drei Schläge und ihr seht, dass der untere Ton, das G, bleibt, deshalb dieser Bindebogen. Also spielen wir G, D, 1, 2, 3. Der untere Ton bleibt liegen und ich spiele mit dem zweiten Finger das C, 2, 3 und der dritte Takt G und H, 2, 3, 1, 2, 3. Ich spiele gleich die zweite Zeile, G, C, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und G, H mit 5, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Dritte Zeile, der kleine Finger geht zum Fis und der Daumen spielt das D, 1, 2, 3, Daumen geht zum Dis und der zweite Finger zum A, 1, 2, 3, A. Vierte Zeile, A, C und G, H. Nochmal die vierte Zeile, dritter Finger auf A, 3, 1, 4, 2.
Prima gemacht, wenn du bis hierhin mitgemacht hast. Wir spielen jetzt beide Hände miteinander. Rechts liegt der dritte Finger auf dem H, links G, D. Achtung, der zweite geht links zum C. Und links G, H. 2, 3, 1, 2, 3. Vierter Finger auf G. Zum A, links spiele ich Fis und D. Der Daumen geht links zum Dis. Das war Leise Riesel der Schnee. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachmachen und Happy Playing. Für heute sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.